Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr in Österreich sitzt oder auch in Deutschland oder in anderen Ländern rund uns herum, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, wie es mir geht. Wenn Sie in die Kathedralen der Landwirtschaft schauen, dann sehen Sie, dass viele Plätze leer bleiben, dass manche Kathedralen immer leerer werden und dass die Menschen, die drinnen sitzen, mit müden und langen Gesichtern nicht mehr sehr begeistert den Predigten der jeweiligen Beauftragten zuhören. Dieses selbstkritische Bild, das ich voranstellen möchte, soll Ihnen zeigen, dass wir nicht immer nur in den Tiefen der Forschung und der Beratung arbeiten sollen und auch der Bildung. Es ist wichtig, dort zu arbeiten, damit wir neues Wissen generieren können. Aber es muss auch diesen einen Augenblick geben, wo wir aufsehen, wo wir uns orientieren, wo wir sehen, wie unsere Umgebung sich entwickelt hat. Und mit etwas Entsetzen habe ich kürzlich einen Bericht gelesen, dass sozusagen der letzte bäuerliche Betrieb in den Vereinigten Staaten seine Pforten geschlossen hat und das, was wir Strukturwandel nennen, dort vollständig abgeschlossen wurde im Sinne von einer industriellen Landwirtschaft. Ich glaube, Sie fühlen mit mir, was ich Ihnen hier zum Ausdruck bringen will. Und natürlich kann man das mit Bedauern zur Kenntnis nehmen, aber man kann auch eben aufsehen und an diese Kathedralentür eine Proklamation anschlagen, die die Hoffnung tragen kann und tragen soll, dass es auch einen anderen Ausweg aus der Landwirtschaft gibt als eine immer weiter voranschreitende Konzentration und Intensivierung, die nur ganz wenigen nützt. Und diese Proklamation, die trägt den Namen Standortgerechte Landwirtschaft. Und wer so große Worte in den Mund nimmt, der soll dem Zuhörer auch eine Orientierung geben. Und das möchte ich mit diesem Beitrag hier tun. Sie werden einen kurzen Rückblick auf die von Hans Häusler angesprochenen Beitrag im letzten Jahr bekommen. Ich möchte auf zwei funktionelle Beziehungen eingehen, von denen ich glaube, dass sie ganz entscheidend sind für die zukünftige Landwirtschaft. Dann möchte ich eben über die standortgerechte Landwirtschaft sprechen und was wir damit meinen. Ein Fallbeispiel noch bringen im Hinblick auf ein Thema, das uns in der Rinderhaltung sehr betrifft und einige Handlungspfade dann auch noch öffnen. Wie Sie wissen, gibt es in der Nachhaltigkeitsbewertung drei Säulen und zwei davon, das ist nämlich die Ökonomie und die Ökologie, haben wir in der Forschungsgruppe Ökoeffizienz der HPLV Raumberg-Untenstein zusammengebracht und stellen sie in dieser Form, wie Sie es hier sehen können, zusammen. Auf der X-Achse finden wir den wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen, auf der Y-Achse finden wir die Umweltwirkungen. Und Sie können schon erkennen, dass es offensichtlich aufgrund dieser zwei Cluster mit 30% und 40% wohl einen Zusammenhang gibt, der da so ähnlich lautet wie: wirtschaftlich erfolgreiche Betriebe machen das auch, weil sie weniger Umweltwirkungen haben. Oder man könnte es umdrehen: wer den letzten Cent nachrennt, auch in der Leistung, muss mit höheren Umweltwirkungen rechnen und das wird nicht ökonomisch nicht honoriert. Wir haben letztes Jahr festgestellt, dass es der Hälfte der konventionellen Betriebe in Österreich nicht gelingt, die ökonomischen Ziele zu erreichen. Das ist eine eigentlich sehr schlechte Nachricht. Aber auf der anderen Seite lernen wir von der Praxis, und die zwei praktischen landwirtschaftlichen Betriebe, die ich heute hier schon gehört habe, die gehören vielleicht zu diesem Fünftel der Betriebe, wo man das Gefühl hat, die könnten jedes Ziel erreichen. Also es gibt ein sehr breites Spektrum von Umsetzungen in der konventionellen Landwirtschaft. Weil die biologische Landwirtschaft ökonomisch viel mehr Zuwendung bekommt über den Produktpreis und über die Transferzahlungen, gelingt es ihr besser, beide Ziele, das ökologische und das ökonomische, zu erreichen. Die Tagung letztes Jahr war eh um denselben Zeitraum wie heuer. Bald im Sommer, dann im August, hat uns das Ministerium mit dem Unternehmensführungsbericht 2019 ein weiteres Dokument veröffentlicht. Und alle, die es nicht kennen, sollten es dringend beziehen. Denn dieses Dokument zeigt, dass vor allem die konventionelle Landwirtschaft jetzt wirklich langsam in eine ökonomisch kritische Phase kommt. Das mittlere Einkommen einer betrieblichen Arbeitskraft hat die unteren 10% der Unselbstständigen in Österreich
erreicht. Das geht vielleicht gerade noch. Und wenn man sich nicht einer Neiddiskussion stellt, kann man damit leben. Was ganz schlecht ist, ist, dass der Handlungsspielraum verloren geht. Das heißt, die Überdeckung im Familieneinkommen geht gegen Null. Sonderausgaben sind nicht mehr möglich. Und das gilt auch für Investitionsmöglichkeiten am bäuerlichen Bauernhof. Sie werden mir zustimmen, wenn ich einfordere, dass wir beides können müssen. Wir müssen produzieren können und wir müssen managen können. Und die beiden Formeln, die Sie hier sehen, die bringen das zum Ausdruck. Auf der linken Seite sehen Sie das, über das wir so viel schon gesprochen haben heute, nämlich die Frage, wie bringen wir unsere Inputs gut in Output, also zur Leistung. Aber auf der rechten Seite, da gilt genau das Gleiche. Wenn wir Entscheidungen treffen im bäuerlichen Hof, wie bringen wir diese Entscheidungen in Wirkung? Und es ist völlig klar, dass wir beides in die Waagschale der Betriebsführung und der landwirtschaftlichen Produktion werfen müssen. Es reicht nicht, wenn wir super produzieren können und Auskunft geben können über alles, aber im Managen vollkommen versagen. Diese einzelne Forderung an den landwirtschaftlichen Betriebsleiter zu stellen, vor allem in einem größeren Bauernhof, ist aber geradezu schon frech, das gebe ich zu, weil die Produzentenkompetenz, die alleine ist schon so schwierig zu erreichen. Da braucht man biologisches Wissen, chemisches, physikalisches. Da muss man richtig gut sein. Und wenn wir jetzt auch im Managementbereich noch gut sein müssten am Hof, dann müssten wir auch noch Informationen und Kompetenz haben im sozialen Bereich und den marktwirtschaftlichen Prozessen. Viel wurde ausgelagert von dieser Managementkompetenz an die bäuerlichen Genossenschaft und den Betrieben wurde halt die Rolle der Produzenten zugewiesen. Ich werde im nächsten Teil meines Beitrags mich mit zwei Dingen befassen, weil sie wesentlich sind für die Frage der Zukunft in der Landwirtschaft. Das eine, das ist uralt, das sind die Ertragsgesetze in der Landwirtschaft, die jeder Produzent gut wissen sollte. Und wenn er das weiß, dann würde er vielleicht auch handeln. Und das zweite ist diese Form von Beziehungen, wie sie sich für einen bäuerlichen Betrieb darstellen und welche Konsequenzen daraus hervorgehen. Ganz ehrlich gesagt, das ist eine meiner Lieblingsdarstellungen. Und ich möchte jetzt massiv vom Thema abweichen, weil am besten erklärt sich das Gesetz des abnehmenden Ertragszuwachses mit einem Autofahrer. Wenn Sie einen Turbodiesel haben, sagen wir mal, weil dort kennen Sie das Gefühl am meisten, und Sie fahren an, dann wissen Sie, dass beim Gasgeben, also wenn Sie sozusagen Input leisten, dass Sie am Anfang nur sehr langsam vorwärts kommen. Irgendwann, bei einem Turbodiesel ist es zumindest so, greift dann die Motorleistung und Sie nehmen richtig Fahrt auf, bis Sie mit dem Auto irgendwann die Höchstgeschwindigkeit erreicht haben. So ist die durchgezogene Kurve im Ertragsgesetz, also sozusagen die Mengenkurve. Und die zweite Kurve, die Sie hier sehen, das ist die erste Ableitung der Mengenkurve. Das wäre in dem Fall die Beschleunigung. Also wenn Sie anfahren, da drückt es Sie noch nicht in den Sitz sozusagen, bis Sie irgendwann einmal richtig Beschleunigung spüren im Auto. Und dann ab einem gewissen Punkt lässt dieser Druck wieder nach. Und obwohl das Auto noch immer schneller wird, merkt man, jetzt geht es aber nicht mehr so schnell vorwärts. Und diese Punkte, die Sie hier sehen, die sind natürlich für die Landwirtschaft auch wichtig. Dieser erste Punkt da vorne, der ist wichtig, weil er viel Freude macht. Der hat noch keine große Produktionsbedeutung. Aber hier ist sozusagen der Zuwachs am schnellsten. Das ist die maximal wichtige Kurve für die Landwirtschaft. An jenem Punkt, wo der Grenzertrag am höchsten ist, da funktioniert die Landwirtschaft am besten. In aller Regel, und das sehen Sie hier, wo der Punkt 2 eben die Linie schneidet, ist das nicht dieser Punkt, wo der höchste Ertrag sozusagen zu finden ist. Sondern dieser höchste Ertrag, der kommt erst später. 3, das ist etwas, über das wir oft sprechen, das ist der Durchschnittsertrag. Und 4 wäre der maximale Ertrag. Unglücklicherweise sprechen wir in aller Regel, wenn wir über Leistung sprechen und Betriebsziele ausrechnen, immer über 3 und 4 und viel zu selten über den Punkt 2, weil eigentlich ab dem Punkt 2 verlieren Betriebsmittel immer mehr an Wirkung. Und in einem etwa multifunktionalen Bauernhof müsste man einen Produktionszweig im Grunde nur bis an diese Reife bringen, dann würde es in Summe am besten funktionieren. Also die Ertragsgesetze sagen uns, seid doch nicht so blöd und versucht es bis zum Maximum, denn die beste Wirkung der Dinge, die ihr tut, die liegt irgendwo vorher. Das ist ein Aufruf zu einer intelligenten Demütigkeit
vor der Wirkung der Natur. Die andere Sache, das ist die Frage des Managements, da geht es um die kundenorientierte Wertschöpfungskette. Im Februar letztes Jahres, da glaube ich, war es das letzte Mal, als landwirtschaftliche Betriebsleiter in der Öffentlichkeit aufgetreten sind und ihren Unmut kundgetan haben, dass die Landwirtschaft sich halt so schlecht ökonomisch, so schlecht entwickelt. Wenn Sie das Beziehungsgeflecht aber kennen der Landwirtschaft, dann muss man fast Verständnis für diese Schwierigkeiten aufbringen. Weil wenn wir beginnen, einmal vielleicht beim Verteilermarkt, alle schimpfen ja gerne, so gerne gemeinsam über die Verteilermärkte, und wir versetzen uns in die Rolle des Verteilermarkts, dann ist ja völlig klar, der Markt für sich, der versucht Kundenbindung zu erzeugen. Das heißt, er zieht seine Kunden an sich, da hat dann eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Eine dieser Möglichkeiten ist natürlich, ein günstiges Produkt anzubieten. Die landwirtschaftlichen Bauernhöfe, die ja in aller Regel Besitzer der Genossenschaften sind, die wiederum wollen, dass die Genossenschaft gut arbeitet. Das heißt, sie verlangen vom Geschäftsführer der Molkerei oder des fleischverarbeitenden Betriebes, dass er auch sehr effizient arbeitet, und der verspricht natürlich den niedrigsten Preis durch geringe Stückkosten. Dafür braucht er hohen Durchsatz. Und diesen hohen Durchsatz liefert die Landwirtschaft immer fleißig. Allerdings muss man schon sagen, dass sie in den letzten Jahren, und das ist jetzt eine Anspielung auf mein Einleitungsstatement mit der Kathedrale und den müden Bauern, dass diese Kompensation halt an die Substanz der Landwirtschaft geht. Und am Ende passiert dann das Wunder, nämlich das, was der Konsument nicht im Verteilermarkt bezahlen musste, das bezahlt er dann über die Gesellschaft als Transferleistung. Und im Verhandeln von Vorteilen läuft dieses Vereinbarungsrad leider rückwärts. Also verhandelt wird sozusagen von links nach rechts im Sinne von Verbindlichkeiten, im Sinne von knapper werdenden Margen wird in einer neoliberalen, kundenorientierten Wertschöpfungskette immer von oben nach unten verhandelt. Und das Dramatische ist, jeder verspricht genau das, den niedrigsten Preis. Der Handel klar, die Molkerei im Grunde auch, weil sie alles optimiert hat, und der Bauer in seiner demütigen Haltung gibt auch den niedrigsten Preis. Und manch einer freut sich noch, wenn er jetzt mehr Leistung erzielt hat, weil er übersehen hat, dass er im Sinne des Ertragsgesetzes schon weit über das Optimum draußen ist und weniger mehr werde. Nun sitzt da hier der Landwirt auf seinem Sockel und lässt den Sauerlehrling sprechen von Johann Wolfgang von Goethe, der sagt: Und sie laufen nass und nässer, wird's im Saal und auf den Stufen, welch entzückendes Gewässer, Herr und Meister, hör mich rufen. Ach, da kommt der Meister, Herr, die Not ist groß, die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los. Und die Geister, die wir gerufen haben, zumindest in der Massenproduktion, ist einfach ein plattes Preisversprechen an alle. Und wir unterstützen es auch alle und müssen uns deshalb nicht wundern, dass es Markenprogrammen besser geht als jenen, die die Masse der Nahrung produzieren. Markenprogramme, etwa die biologische Landwirtschaft, die Heumilch, alles oder kleinere Markenprogramme entwickeln sich nämlich in allen OECD-Ländern in Wirklichkeit sehr gut. Und dann ist die Konsequenz natürlich, dass sich der Milchpreis hier, der Milchpreis im Massenversprechen heute in Wirklichkeit sehr schlecht entwickelt und diese Kluft immer größer wird und deswegen natürlich auch ganz viele bäuerliche Betriebe aufhören. Aber wir wären nicht Menschen, wenn wir das Problem nicht lösen könnten. Und eine dieser möglichen Lösungen heißt einfach, ein neues Produkt zu entwickeln. Sie wissen alle, dass Produkte hip sind zu einer gewissen Zeit. Sie werden gut verkauft und nachgefragt. Irgendwann verlieren sie halt an Bedeutung und vielleicht verschwinden sie dann vom Markt. Dieses Verschwinden hat aber auch immer damit zu tun, dass es natürlich eine evolutionäre Weiterentwicklung geben kann und soll und natürlich ein neues Produkt auf den Markt gebracht werden kann, das mehr dem Zeitgeist entspricht und das die Probleme behebt, die vielleicht mit dem alten Produkt hervorgegangen sind. Sie finden dann in den Beilagen zur Tagung einen eigenen Band noch mit dem Titel Grundzüge einer standortgerechten Landwirtschaft, den wir hier in Gumpenstein erstellt haben. Und der ruft es ein bisschen aus. Der König ist tot, die alte Landwirtschaft, die alte konventionelle Landwirtschaft in dieser leistungsgetriebenen Form ist tot. Es lebe der König, und wir meinen damit
die standortgerechte Landwirtschaft der Zukunft. Die Links liegen bei, Sie können sich dort natürlich das auch anschauen. Das Ganze ist natürlich umfangreicher, als ich es hier in meiner Präsentation zeigen kann. Aber eines ist klar, diese standortgerechte Landwirtschaft, die wird einem Problem gerecht, das wir derzeit sehr klar sehen. Nämlich eine große Gruppe der Biobauernhöfe in Österreich, die ist sehr sicher und gut positioniert, weil sie die richtigen Standorte haben, weil es auch einen Wertschöpfungszuwachs gibt in der biologischen Landwirtschaft und im Grunde auch dort keine Verdrängung stattfindet. Sehr wohl sind viele konventionelle Bauernhöfe, müssen mit weniger auskommen. Das ergibt sich schon deshalb, weil bei konstantem Milchpreis die Betriebsmittelkosten ansteigen. Und natürlich spürt man auch immer stärker die Verdrängung. Aber wenn Sie einen super Standort haben in Österreich, auf den sich gut ertragsfähig Landwirtschaft betreiben lässt, dann sind Sie auch dort sicher. Bei beiden Gruppen, und deswegen betrifft die standortgerechte Landwirtschaft sowohl die biologische als auch die konventionelle Landwirtschaft, da sehen Sie, dass es einen unsicheren Bereich gibt. Betriebe, die nicht wissen, wohin sie sich orientieren sollten, weil sie für die konventionelle Landwirtschaft im strengeren Regelkonzept keine Anschlussmöglichkeit mehr haben und weil sie einfach nicht mitwachsen wollen nach oben mit den verbliebenen konventionellen landwirtschaftlichen Betrieben. Und die Idee der standortgerechten Landwirtschaft ist jetzt nichts anderes, als diese beiden Bereiche etwa in der Mitte zu fusionieren, und zwar auf der Basis der Dynamik der Nährstoffkreisläufe und dort ein Programm zu machen, das eine Exit-Strategie für diese Betriebe in Österreich ist. Und gefühlt betrifft es mindestens ein Drittel der österreichischen Bauernhöfe. Wir haben das halt einmal jetzt standortgerechte Landwirtschaft genannt. Sie haben aber bestimmt auch den Begriff der integrierten Produktion schon gehört oder der regenerativen Landwirtschaft. Das meint im Grunde genau das Gleiche. Von der systematischen Beschreibung befinden wir uns in der befinden wir uns einmal in der biologischen Landwirtschaft, wenn wir das hier mit Nährstoffkreisläufen beschreiben, in einer sehr reduzierten Dynamik. Und die biologische Landwirtschaft hat ganz klar einen vollständigen Betriebsmittelverzicht ausgerufen. Die konventionelle Landwirtschaft, die hat eine im Grunde freie Dynamik, die sich allerdings innerhalb des gesetzlichen Rahmens bewegen muss, von Richtlinien, die es eben auf der ganzen Welt auch gibt. Und die standortgerechte Landwirtschaft wäre eine Landwirtschaft, eine Kreislaufwirtschaft mit regulierter Dynamik und teilweise Betriebsmittelverzicht. Das Maßnahmenpaket, das wären jetzt so die neuen Punkte, die ich als Proklamation anschlagen möchte, sind drei Bausteine am Feld, die Sie ganz selbstverständlich verstehen werden. Das ist nichts Neues. Das ist der Bodenschutz und die Bodenfruchtbarkeit und alles, was damit im Zusammenhang steht. Es geht bei Punkt 2 um Saatgut, um die Fruchtfolge, im Besonderen um die Frage der Eiweißstrategie für Österreich und im Bereich der Biodiversität. Da geht es in Wirklichkeit um Resilienz im Hinblick auch auf eine Veränderung in der Zukunft. Düngung und Pflanzenschutz meint nichts anderes als das, was wir im Green Deal diskutiert haben, also ein Zurücknehmen von Düngung und Pflanzenschutz auf ein bestimmtes Niveau. Dann gibt es den Baustein Stall, wo es um Futtermittel geht, die wir einfach nicht mehr haben wollen, eine Schwarzliste. Wir brauchen, und darum hat mich der heutige Vormittag auch sehr gefreut, eine Züchtung von Tieren, die persistent leisten und die auch unserer Fütterung gerecht werden, die wir uns vorstellen. Natürlich brauchen die Tierwohl und Tiergesundheit, weil ohne das funktioniert es ja sowieso nie. Und der letzte Punkt, der ist bestimmt ganz kritisch, wenn man in der praktischen Landwirtschaft dann voranschreitet, da geht es um Regelung, da geht es um Wirtschaftlichkeitsplanung am Hof. Es geht im Hinblick auf die Zukunftsfragen natürlich auch um Klimaschutzplanung und um Umweltbewertung. Die vorgeschlagenen Bereiche oder die Punkte kann man zusammenfassen. Einmal in eine standortbezogene Ertragsstabilisierung mit unterschiedlichen Dingen. Dann zweitens mit Regeln im Betriebsmitteleinsatz, also dass man eben Betriebsmittel limitiert. Und nicht mehr, wie wir das in der Milchviehfütterung ja ganz oft haben, hinter der Leistung herfüttert, sondern an sich bestimmt die Leistung das Futter, das wir generieren können am Hof. Der Betriebsmittelverzicht, den habe ich schon erwähnt. Und es braucht eben eine Schicht für Management und Leistung. Die standortgerechte Landwirtschaft wird ja praktiziert nach diesem Muster, auch in anderen Ländern in Europa.
Und die, es würde dort nicht funktionieren, wenn die landwirtschaftlichen Betriebe nicht ihren Benefit hätten. Und lassen Sie uns einmal gemeinsam diesen Prozess einer Leistungsrücknahme auf Basis der Ertragsgesetze diskutieren. Wenn wir mal ausgehen von einer beliebigen aktuellen Betriebsleistung, die jetzt in etwa der Durchschnittsleistung entspricht, dann sehen Sie auch schon, dass der Grenzertrag hier schon noch positiv ist, aber nicht allerhöchste und ordentlich Output generiert wird. Wenn wir nun unsere Betriebsmittel regulieren, also wir nehmen das Kraftfutter zurück, Dünger, Pflanzenschutz und dergleichen, dann ist es wohl kein Wunder, dass auch sozusagen das mit dem Inputniveau das Ertragsniveau auch zurückfährt. Aber eine gute Nachricht für Sie, nämlich der Ertragsrückgang letztlich, der ist in Wirklichkeit stofflich größer als die Opportunitätskosten, die Sie am Betrieb zu bezahlen haben. Denn erstens kommt Ihnen einmal, um diese Lücke zu schließen, kommt Ihnen die Effizienz der Betriebsmittel wieder entgegen. Das heißt, wenn Sie zurückgehen entlang der Inputkurve, dann steigen Sie wieder in die Effizienz an. Dann vergessen Sie bitte nicht, Sie haben ja auch Kosten für Betriebsmittel und wir wollen ja keine betrieblichen Betriebsmittel regulieren, sondern nur Input-Betriebsmittel. Das heißt, da fallen Kosten weg, sodass am Ende vom Ertragsrückgang nur ein kleiner Teil als Opportunitätskosten zu bezeichnen sind. Und was Sie natürlich tun müssen, und die biologische Landwirtschaft sagt es ja auch, Sie müssen natürlich dann noch Ihre Ertragsstabilisierung durchführen. Das heißt, Sie dürfen nicht auf der alten Ertragskurve picken bleiben, sondern müssen irgendwie versuchen, eine günstigere Ertragskurve zu bekommen, um dann wirklich einen Benefit zu erwirtschaften. Und ich kann Ihnen das auch ein bisschen an einem Fallbeispiel zeigen, wie diese Opportunitätskosten zu bewerten sind. Sagen wir mal, also das ist ja nicht in trockene Tücher gegossen, aber sagen wir mal, wir dürfen in Zukunft maximal 1000 Kilogramm Kraftfutter pro Kuh und Jahr zukaufen auf einen Betrieb. Und wir wenden diese Regel an das Betriebsnetzwerk FarmLife, wo ich schon im letzten Jahr berichten konnte. Da habe ich jetzt derzeit 100 Bio- und 111 konventionelle Milchviehbetriebe zur Beobachtung mit einer Milchleistung zwischen 2500 und 10 oder fast 11, 10.600 Kilogramm ECM pro Kuh und Jahr mit fast keinem Kraftfutter, bisher viel Kraftfutter in allen österreichischen Lagen, also vom Flachland, von 11 Erschwernispunkten bis 354. Also ein sehr schön verteilter Datensatz. Und was sofort auffällt bei diesem Datensatz, wenn man die Beziehung herstellt zwischen dieser Kraftfuttermenge, die man ja reduzieren möchte, und der Milch, die daraus gewonnen werden soll, dann springt einen regelrecht schon wieder dieses Ertragsgesetz an. Und Sie sehen also auch wieder die Wirkung des Grenzertrages, weil in der ersten Gruppe der Betriebe bis 1000 Kilogramm Kraftfutter erzeugen sie noch eine sehr große Wirkung mit dem Kraftfutter und diese Wirkung, die schwindet dann schon, wenn sie nach K2 gehen, die sehr üblich ist für Österreich und oben K3 läuft sehr flach aus. Das ist nun nichts Neues für Sie, weil fast jeder Tiernährer in Österreich hat sich damit schon einmal befasst. Bei mir kommen jetzt im Praxisnetzwerk, kommt heraus, dass Sie im unteren Bereich 1,66 Kilogramm ECM mit einem Kilo Kraftfutter erzielen können. In der Mitte ist das nur mehr 1,1 Kilo und im oberen Bereich ist es sogar ein bisschen tiefer, 0,56. Das ist jetzt keine berufene Arbeit, da gibt es viel bessere Standardwerke in der Literatur. Aber man sieht schon, das, was quasi die Theorie oder die Versuchswirklichkeit hervorbringt, das finden Sie natürlich dann auch draußen auf den Höfen. Und wenn wir das nun für diese Betriebstypen, für einige der Betriebstypen in FarmLife, die Kraftfuttermenge, die zugekaufte, limitieren würden, dann würde Folgendes geschehen. Zum Beispiel im Gunstlagengebiet, wo auch der Betrieb Silomais hat, diese Betriebe haben bei uns ungefähr 8.360 Kilogramm ECM, 36 Kühe, gar nicht so wenig Silomaisfläche am Betrieb, sogar etwas eigenen Kraftfutter. Dort ist natürlich diese Regel leicht anzuwenden, weil momentan kaufen die pro Kuh 2000 Kilo Kraftfutter zu. Wenn sie nur mehr 1000 Kilo zukaufen, dann bedeutet das auf diesem Betrieb Opportunitätskosten von 3 Cent pro verbleibenden Kilogramm ECM. Also etwas, das man natürlich, wenn man es gut auslobt, auf dem Markt durchaus erzielen kann. Im Grunde ist es das Gleiche auch im Grünland möglich. Ein Betrieb mit Feldfutter, der super Grundfutter optimiert ist, einer meiner besten Grundfutterbetriebe mit etwa 11.000 Liter Milch, der kann das Gleiche schaffen in Wirklichkeit, wenn er genug Futter in seine Tiere hineinbekommt.
dramatisch, und das gebe ich schon zu, wird es für einen Betrieb, der halt weit abgewichen ist von unserem Konzept der standortgerechten Landwirtschaft, der irgendwo rein im Grünland 4,4 Tonnen Kraftfutter pro Kuh füttert, dann sieht man schon, der würde schon 6 Cent brauchen. Also, ob ein Betrieb dann irgendwann später in unser Konzept einsteigen kann, das hängt ein bisschen davon ab, wo er jetzt gerade positioniert ist. Weil ja gerade noch Winter ist, zumindest hier in den Bergen haben wir eine Menge Schnee, möchte ich wieder mal ein bisschen einen alternativen Ansatz wählen, um Ihnen das zu erklären. Das ist die Guggenbergsche Skisprungmatrix, die Sie sehr gut verwenden können, wenn Sie sich denn überlegen, ob Sie denn mitspringen wollen im Konzept der standortgerechten Landwirtschaft. Sie wissen ja alle, beim Skispringen, da gibt es unterschiedliche Luken, wo man wegfahren kann. Und dann kommt halt der Skispringer, springt halt aus einer Luke mehr oder weniger weit über die Schanze hinunter. Und wie gut er springt oder wie weit er springt, das hängt von zwei Dingen ab. Nämlich erstens, ob er in Form ist oder nicht, also ob er sein Handwerk beherrscht. Und zweitens, wie viel Anlauf er nehmen kann. Und bei diesem Anlauf nehmen, da ist es so, die Besten, das wissen Sie ja, die verkürzen sogar noch den Anlauf, weil sie Bonuspunkte bekommen. Das heißt, die, die gut in Form sind und die viel Anlauf nutzen können, die haben natürlich einen Vorteil. Aber die können im Grunde immer alles produzieren. Ein Problem ist es sicher für die, die nicht in Form sind, also die jetzt nicht sehr weit abgewichen sind von dem Konzept einer standortgerechten Landwirtschaft und die jetzt wenig Anlauf haben, weil wir nehmen ja die Betriebsmittel zurück, die müssen trainieren und die anderen, die sollen einfach diese Bedingungen nutzen. Der Könner wird auch mit wenig Betriebsmitteln bei entsprechenden Kosten gern einschlagen in ein neues Konzept, weil es ihm ja in der Komplexität Vorteile bringt und andere sollen die Gunst der Stunde nutzen. Jetzt, wenn ich schon vom Skisprung rede, dann sollte ich vielleicht österreichische Landwirtschaft, die konventionelle, auch noch kurz positionieren. Und da sehen Sie so, wenn man Ihre Landschaftsanalysen eine ganze Reihe durchgeführt, dann sehen Sie, ja, so super ist es nicht in Österreich, alles in allem unser Trainingsstatus. Weil natürlich haben wir Gegenden in Österreich, die gut in Form sind. Andere müssten aber schon natürlich ordentlich trainieren, damit sie mitspringen können. Wie schaut denn so ein Trainingsprogramm aus für einen erfolgreichen Betrieb in der standortgerechten Landwirtschaft? Die Regel, die muss man mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Das Trainingsziel, das ist nicht das Ziel, hier voranzukommen, einfach auf der Input-Achse. Hier also etwas einfach zu rechnen oder zu bestellen, sondern das Trainingsziel ist dieses Ziel, hier quasi eine unterschiedliche Flughöhe einzunehmen und dazu das Gesetz des abnehmenden Ertragszuwachses zu verwenden. Das heißt, der Auftrag lautet, feingranulare Optimierung des Betriebes in den einzelnen Bereichen. Insofern nehme ich die Kritik, die ich am Anfang gesagt habe, dass wir manchmal so genau sind, sofort wieder zurück. Weil natürlich müssen wir genau sein, dann, wenn es um die Details geht. Weil sonst würden wir nie gute Pflanzen, Tiere und so weiter haben. Und das Trainingsprogramm lautet dann, von 5.30 Uhr bis 7.30 Uhr innere Haltung prüfen. Also was bedeutet es, Landwirt zu sein und habe ich eine ausreichend gute Haltung, um hier weiter in die Zukunft gehen zu können? Die Schwachstellen erkennen. Es ist wichtig, sich nicht selber anzulügen, sondern zu prüfen, wo stehe ich denn als bäuerlicher Betrieb? Dann muss ich mich positionieren natürlich. Ganz viele bäuerliche Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter positionieren sich nicht mehr, sondern sie geben quasi sie nehmen den Arbeitsauftrag an am Hof und das Positionieren, das überlassen sie einfach ihren bäuerlichen Genossenschaften. Ich möchte Sie aufrufen, üben Sie sich in Positionierung, stehen Sie auf, treten Sie ein für Ihre Sache. Denn wer schweigt, über den wird am Ende geschwiegen. Und dann gibt es natürlich eine große Lesson zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr, nämlich stabilisieren Sie die natürliche Fruchtbarkeit Ihrer Böden, Ihrer Pflanzen, Ihrer Pflanzenzusammensetzung, Ihrer Tiere und auch von sich selber im intellektuellen Sinne. Natürlich müssen wir dann die zweite Lesson auch noch machen, nämlich alle Verlustquellen zu minimieren. Wir sprechen immer viel zu viel über Leistung und viel zu wenig über Verluste. Immer wenn ich Forschungsergebnisse sehe, wo es um Feldverluste geht, dann reißt es mich richtig her, weil das können bald einmal 20% und mehr sein.
kann man sich fast nicht vorstellen. Ist aber so, wenn man anderswo manchmal um 1-2% feilscht. Natürlich muss man für Vielfalt sorgen, im Sinne von Betriebszweigen, wenn das möglich ist. Und natürlich dann die Abendtreffeinheit heißt dann reflektieren, wieder kommunizieren und vermarkten. Und ich komme jetzt schon langsam zu meinen letzten Folien. Die standortgerechte Landwirtschaft, und ich wüsste nicht, warum sie es nicht schaffen sollte, die hat im Sinne der Ökoeffizienz das volle Potenzial, eigentlich vom Substitut eines Massenprodukts hin zu einem Markt- und Markenprodukt zu gehen. Und sie könnte eine ganze Menge konventioneller landwirtschaftlicher Betriebe mitnehmen, die heute oft hier positioniert sind in dieser Ausgangssituation. Weil Punkt 1 bis 9, also alle Produktionsmaßnahmen und alle Bewertungsmaßnahmen, da bin ich mir ganz sicher, werden die Umweltwirkungen senken und damit auch die Verluste auf den Betrieben. Und in der Wertschöpfungskette muss es dann möglich sein, mit Punkt 7 und 9 hier in der Wirtschaftlichkeit noch einen Punkt weiterzukommen. Jetzt können Sie sagen, es ist so mühsam, sich vorwärts zu entwickeln. Das will ich nicht, ich würde lieber stehen bleiben. Können Sie, machen Sie das, wenn Sie das wollen. Ökonomisch rate ich Ihnen in der konventionellen Landwirtschaft ab. Weil aus der Sicht der Transferleistungen, und ich gebe schon zu, die sind auf konventionellen Betrieben jetzt nicht mehr ganz so hoch, wie das bei biologischen landwirtschaftlichen Betrieben ist, aber sie werden eine Seitwärtsentwicklung erleben in den nächsten Jahren, da bin ich mir sicher. Das heißt, es gibt keine wirtschaftliche Entwicklung für klassisch konventionelle Betriebe in der GAP. In der Säule 2 wird es keinen Zugang geben und in der Säule 1 wird das Geld abgestockt. Das sieht man jetzt eindeutig. Das heißt, ich empfehle Ihnen wirklich eine sanfte Öffnung hin in Richtung mehr Ökologie, nicht nur, weil es der Umwelt besser tut und den Zukunftsfragen, sondern weil Sie damit auch eine Tür aufstoßen können im Hinblick auf Transferzahlungen. Und da gibt es ja diesen Spruch, the grass is always greener on the other side. Das ist eigentlich so gemeint, Schuster, bleib bei deinem Leisten und schau auf das, was du hast. Aber in diesem einen Fall würde ich wirklich einmal eine Ausnahme machen. Ich bin so überzeugt und mir ist das Konzept der standortgerechten Landwirtschaft so klar, dass ich einfach sehe, dass in der heutigen Alltagswirklichkeit der Produktion von Substituten, also der Massenproduktion der konventionellen Landwirtschaft, da sehe ich nichts anderes als einen unkontrollierten Verdrängungswettbewerb zwischen den Betrieben. Das wird dann in der Öffentlichkeit gerne mal als Strukturwandel bezeichnet, aber so ist es nicht. Der Begriff ist glatt gelogen. Weil in Wirklichkeit ist es ein Verdrängungswettbewerb, den wir gesehen haben in der Textilindustrie, in allen Bereichen der Technologie, wie sie aus Europa abgewandert ist in andere Länder. Es ist ein Machtkampf um den verbliebenen Marktplatz. Diese Produkte sind beliebig austauschbar. Es macht nicht mehr unbedingt viel Spaß, sie zu produzieren, weil man hört immer, die Kuh ein Klimakiller, Tierwohl. Also es gibt eine ganze Menge Druck aus der Gesellschaft im Hinblick auf diese Substitute und sie sind extrem unattraktiv für die Empfänglichkeit von Transferzahlungen und es wird noch schlimmer werden. Und die standortgerechte Landwirtschaft, die hat halt, wenn sie diese natürliche Regulierung der Produktionsmengen akzeptieren, und das müssen sie, weil das ist ja auch der Schlüssel. In der konventionellen Landwirtschaft geht es ja deshalb so schwierig, weil es einfach keine Marktgesetze mehr dort gibt, die von der Summe der Bauern eingehalten werden. Aber wenn Sie nur nach Ihrem Standort produzieren, dann haben Sie eine natürliche Richtlinie, an die Sie sich halten können und im Grunde auch sollen. Und Sie hätten dann eine sehr schöne Balance zwischen den Nachhaltigkeitsfragen der Gesellschaft und dem Produktpreis, weil sich endlich Türen öffnen für eine Weiterentwicklung der ganzen Wertschöpfungskette. Sie werden Gewinner im Bestbieterverfahren sein. Das scheint mir nicht unwesentlich zu sein. Denn wenn Sie jetzt in Österreich auf den Außerhausmärkten mehr verkaufen wollen, dann werden Sie schon am Ende des Tages auch sagen müssen, was Sie denn mehr machen. Und nur Rot-Weiß-Rot wird dann vielleicht nicht reichen. Und natürlich sind Sie Türöffner für Transferzahlungen. Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich gebe schon zu, ich bin jetzt wie wild hin und her gesprungen und manchmal habe ich ganz bewusst hier Bilder verwendet, um Ihnen zu erklären, was ich meine. Das letzte Bild, das abschließend zur standortgerechten Landwirtschaft, soll Ihnen zeigen, wir sind uns alle bewusst, dass alternative Vorschläge immer